Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus. Im Internet zu finden auf kaulius-probiert-s-aus.de. Und ich habe mir mal was ganz Feines rausgesucht zum Ausprobieren, beziehungsweise habe es mir schenken lassen. Das macht das Ganze natürlich besonders günstig, nämlich von Parrot, den AR-Drohne. The Flying Video Game, so heißt es auf der Packung, die wir hier gerade sehen. Wobei das AR übrigens für Augmented Reality steht, was nichts anderes bei Wikipedia heißt als computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Ob wir das hier haben, das schauen wir uns gleich mal an. Das ist auf jeden Fall ein großes Spielzeug für relativ viel Geld. Wie gesagt, ich habe es mir schenken lassen. Schon mal vielen Dank nochmal an die Schenker. Aber es ist sonst für 299 Euro, glaube ich, im Handel erhältlich. Und auch, soweit ich sehen konnte, kaum irgendwo mal günstiger. Vielleicht gebraucht, aber das hat bei so einem Gerät, beziehungsweise diesem Fluggerät, durchaus so sein Geschmäckle. Was übrigens auch sein Geschmäckle hat, ist, dass ich zumindest hier ziemlich damit kämpfe, dieses Gerät erstmal überhaupt auszupacken. Man sah ja gerade eben diese formschöne Schere, damit habe ich zumindest schon mal die ärgsten Fesseln entfernen können, aber man wird jetzt sehen, ich kämpfe doch sehr, diesen Innenteil aus dem Außenteil rauszuholen. Das gibt mir ein wenig Zeit zu erzählen, worum es hier überhaupt geht. Das Ganze ist nämlich, wie man hier schon auf der Packung sieht, ein Fluggerät, ein Quadcopter, glaube ich, so nennt sich das genauer. Sprich, es hat vier Rotoren, damit fliegt es dann. Und das ganz Besondere und das, was das Ganze eben gerade für Spielkinder richtig spannend macht, ist, man verbindet das mit einem iPhone oder iPad. Ohne iPhone oder iPad oder auch mit dem entsprechenden iPod, der zumindest den Touch darstellt, kann man mit dem Ding nichts anfangen, weil das sind Sachen, die einfach zusammengehören, weil man es nämlich damit steuert. Eine andere Fernsteuerung, eine normale Fernsteuerung gibt es nicht. So, oh, jetzt kriege ich es hier gerade hin. Manch ist das spannend. Und es kommt raus eine zweite Verpackung, die genauso aussieht wie die andere, nur nicht in Farbe. Jo. Da kriegt man doch ordentlich für was fürs Geld. Aber da geht es jetzt auch einfach. Und gleich sehen wir auch das Fluggerät. Und cool, das habe ich gar nicht gesehen. Auf der Rückseite ist sogar ein Lande-Symbol, dass man das schön hinlegen kann und dort das Gerät dann landen und starten kann. Ja, alles dabei. So, da haben wir es nämlich. Für 299 kriegt man erstmal viel Pappe und einen, in meinem Fall, zweiten Akku. Der ist manchmal dabei. Da gibt es besondere Angebote. Sollte man drauf achten durchaus, weil mit einer Akkuladung kann man nämlich gerade mal 12 Minuten fliegen. Und das kann schon etwas dauern, dann wieder das Ganze zu laden. 90 Minuten gibt der Hersteller an, dauert wieder mit der Ladefunktion. So, jetzt gucken wir uns das Ganze gleich nochmal ein bisschen näher von innen an. Da haben wir zum Beispiel das Ladegerät und dazu auch den anderen Akku, der original mit drin ist. Nehmen wir schön beiseite, genau, sauber gemacht. Dann, das ist das große Gerät, das ich da gerade rausziehe, inklusive eines Schutzes drumherum. Das sind diese Styroporringe, damit man ja niemanden verletzt. Das soll man vor allem anhaben im oder angeschlossen haben, übergestülpt haben im Innern. Kann sich aber durchaus auch als sinnvoll erweisen, wenn man es mal draußen verwendet. Was haben wir da unten noch? Da sind ein bisschen Dokumentation, hält sich in Grenzen, was da drin steht. Das sind viele Sprachen und ein paar Aufkleber, die ich da schon mal wegschmeiße. Die sind ganz sinnvoll dafür, wenn man das nämlich mit mehreren, also sprich mit mehreren entsprechenden Geräten verwenden will, weil man dann nämlich Spiele machen kann. Insbesondere solche Sachen, dass man sich gegenseitig abschießt. Natürlich nicht so, dass man das Ding wirklich runterholt, das ist das Netzteil übrigens, sondern dass man sich virtuell sozusagen Punkte zuschanzt. Und damit das erkannt wird, dafür hat man dann diesen entsprechenden Aufkleber, den man drauf macht. Das, was man da jetzt noch sieht, dieses Orangene, ist noch ein zweiter Schutz, den man drauf tun kann. Den macht man drauf, wenn man dieses andere, dieses Runde nicht drin hat und drüber hat, weil dann kann man nämlich das für draußen verwenden, diesen anderen Schutz. So, das Erste, was man natürlich dann macht, um das Gerät in Betrieb zu nehmen, man muss den Akku laden. Ich sagte ja schon, 90 Minuten muss man schon mit rechnen. Bei mir ging es ein bisschen schneller nachher. Wahrscheinlich war der schon vorgeladen. Und insbesondere muss man dann auch nicht nur den Akku ranstecken und das Ladegerät zusammenstecken, sondern dann sich auch noch den richtigen Stecker raussuchen, weil da multinational sozusagen auch für verschiedene andere Steckerformen von Netzspannungen entsprechend mit Netzsteckern dann das Ganze auch soll. So, da habe ich den richtigen gefunden. Jetzt wird das Ganze noch draufgeklickt. Auch da, ja,
Man braucht ein bisschen Feinmotorik, glaube ich. Mal hier, mal da und mal hier. Ich habe es nachher hingekriegt. So viel Spannung sei schon mal vorweggenommen bzw. rausgenommen aus dieser Szene. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, den reinzubekommen. So ist gleich. Achtung und zack, da ist er drin. Wow, einmal Szenenapplaus. So, das Ganze kommt jetzt in die Steckdose. Das sehen wir dann jetzt hier in der nächsten Szene. Da blinken ein paar Lichter. Das Ganze ist ein Load Balancer. Dass da verschiedene Lichter blinken, hat damit zu tun, dass da drei verschiedene Akkus drin sind im einen Akku und die lädt er unterschiedlich, sodass sie möglichst alle nachher gleich geladen sind. Und deswegen dieses Blinken. Wenn das Ganze grün wird, dann ist er voll. So, hier sehen wir das Gerät jetzt mal von allen. Und insbesondere mit diesen Vermöglichkeiten. Dort sieht man, ja, ich hätte es ein bisschen tiefer halten sollen. Vorne ist nämlich eine Kamera drin. Das sind nämlich die anderen interessanten Sachen an diesem Gerät. Unten und vorne ist eine Kamera. Mit der vorne und unten steuert man diese silbernen Teile, die man dort sieht. Das ist, soweit ich es verstanden habe, Ultraschall. Damit erkennt er nämlich, wie hoch er ist. Zumindest bis zu einer gewissen Höhe. Ich glaube, bis 3 Meter ungefähr kann er es noch erkennen. Danach muss er es dann irgendwie schätzen. Da holen wir das Gerät nochmal raus. Damit kann er sich nämlich auch, und das macht das Ganze nämlich so schön einfach, auch einigermaßen autark, zumindest in der Luft halten, sodass er möglichst nicht abhauen sollte. So sieht das Gerät dann von innen aus. Hier nochmal von unten, da in der Mitte ist die zweite Kamera, die nach unten zeigt. Die sehen wir nachher dann auch nochmal in Funktion. Und wie gesagt, vorne ist auch noch eine, mit der man das Ganze dann auch steuern kann, wenn man das Gerät nicht sieht. Sieht auch irgendwie cool aus, wie ein Videospiel. So, jetzt haben wir grün, das ist doch schön. Der Akku ist voll geladen. Da müssen wir ihn nur noch ins Gerät einführen. Dafür gibt es einen Klettverschluss. Da packen wir den Akku dann rein, machen den Klettverschluss wieder zu und verbinden das Ganze dann noch mit einem entsprechenden Kabel, sodass dann auch der Stromfluss da ist. Einen Ausschalter gibt es nicht. Man sieht, sobald Strom da ist, leuchtet was. Meine Angst, oh, jetzt wird es hier vielleicht auch gleich wild. Das Ding haut ab. Nein, das passiert also nicht. Dazu muss man dann nachher erst das iPhone damit verbinden, damit dann auch wirklich die Rotoren in Betrieb gesetzt werden. Ja, natürlich erstmal das Lange genau ins Kurze so rein. Und dann schnappt das Ganze, glaube ich, durch Magnetismus von selbst zu. Darunter ist noch eine Lampe, die war grün, das heißt zumindest Strom ist schon mal vernünftig da. Dass jetzt die Rotoren noch rot leuchten, das bedeutet, dass da wohl noch initialisiert werden muss. Das werden wir nämlich gleich jetzt machen. Da liegt er schon mal, da ist das iPhone. Wir verbinden das Ganze ganz normal über ein WLAN. Wir suchen uns dann einen Hotspot sozusagen, beziehungsweise das Fluggerät tut so, als wenn es ein Hotspot wäre, dann steht da auch der entsprechende Name, nämlich Parrot. Und wenn man das dann auswählt, dann sind wir schon verbunden. So, jetzt ist nur noch nichts passiert, außer dass wir verbunden sind. Dann müssen wir noch die entsprechende App starten. Die wird auch kostenlos im App Store bereitgestellt, um das zu verwenden. Er zeigt schon mal auf dem Gerät alles grün, zumindest eine Verbindung hat er. Und was dann jetzt erstmal folgte, war, dass er die Firmware aktualisierte. Das hat sich dann noch ein bisschen wieder hingezogen. So, dann sieht man es ein bisschen. Da muss ich dann nochmal auf Ja klicken. Und so, jetzt aktualisiert, sieht man nicht so richtig schön, aber da steht jetzt, dass er eben Firmware aktualisiert, das Ganze nochmal installiert und neu startet. Damit er dann wirklich auch richtig neu startet, muss man allerdings dann nochmal den Strom wieder wegmachen und wieder ranmachen. Das sieht man jetzt, glaube ich, gleich nicht im Bild. Ansonsten wartet man sich da einen Wolf. Also irgendwann steht er eben drauf, jetzt bitte nochmal neu starten, den Flieger. Dann muss man da eben einmal hinkraxeln. So, jetzt haben wir grün, auch die Rotoren sind grün und wir können gleich den ersten Start vornehmen. Und dazu muss man dann auch nur auf dem Display einmal auf, das sieht man unten, nämlich auf den Knopf drücken. Da sehen wir auch schon das Bild von der Kamera. Die zeigt zu meinen Füßen jetzt gerade. Und wenn ich jetzt unten drauf drücke, das mache ich nämlich noch nicht, das ist auch sinnvoll. Man muss nämlich erst trimmen einmal. Das bedeutet nichts anderes als einmal auf Einstellungen und dann auf Trimmen drücken. Dann ist das automatisch passiert. Dass ich da warte, ist völlig sinnlos, passiert nichts. So, und jetzt müsste ich unten drücken. Oben sieht man übrigens noch einen zweiten Knopf. Der bedeutet Emergency, dann macht er einfach alles aus. Das Ding plumpst runter, aber ist vielleicht sinnvoll, wenn er sonst irgendwo abhaut. So, jetzt drücken wir da drauf. Man hört die Motoren und er fliegt tatsächlich. Und wir sehen mich da gerade hinter der Kamera auf dem Bild. Cool. Und zack, da bin ich aus Versehen auf den Emergency-Button gekommen. Da sieht man, der funktioniert. Beruhigend irgendwie, aber hat mich erstmal verwirrt, wieso das denn passiert ist. Aber stand dann auch auf dem Display auch Emergency aus sozusagen. So, jetzt geht's also wieder los. Er erhebt sich so in ungefähr einen Meter Höhe hier und schwebt dann da. Und das auch recht stabil.
Ist natürlich auch wenig Wind bei mir im Wohnzimmer. Das ist auch ganz gut so. Jetzt kann man versuchen, das Ding eben ein bisschen zu drehen, zum Beispiel hier. Wie das mit der Steuerung funktioniert, sehen wir gleich noch. Hier nehme ich. So, da sehen wir wieder das Bild. Oben wieder den Emergency-Button. So, und wenn ich jetzt auf der rechten Seite, was hier leider im Bild nicht ganz zu sehen ist, doch, nach unten und oben gehe mit dem Daumen auf dem Symbol, dann fliegt auch das Gerät der Flieger nach oben und nach unten. Wenn ich den nach links und rechts mache, dann dreht er nach links und nach rechts. Ja, it's magic. It's cool. Das ist Spielzeug, was sich Männer, glaube ich, wünschen. Und dann sind wir gelandet. Da liegt er. Ja. Alles noch grün. Wir können also gleich wieder starten. Da sehen wir den schönen Wohnzimmerboden. Take off. Und er startet wieder. Wie gesagt, 12 Minuten Spaß hat man mit einer Ladung. Und das ist, wenn man draußen nachher dann ist, auch ein ähnlich eher kurzes Vergnügen. Da will man sicherlich mehr haben. Hier im Wohnzimmer hat es mir jetzt auch gereicht. Also das war dann nachher auch okay. Ich war dann froh, dass ich relativ wenig kaputt gemacht habe. Da fliegt er. Dieses Video gibt es übrigens auch in 3D. Das habe ich in einer 3D-Kamera aufgenommen. Leider hat das mit dem 3D-Schnitt noch nicht funktioniert. Das heißt, irgendwann werde ich das nochmal nachliefern. Dann sieht man auch, wie das richtig im Raum herumfliegt. So, da sieht man jetzt erstmal noch die schöne Wohnzimmergarnitur. IKEA übrigens. Wenn sich jetzt sagt, Mensch, genau so ein Sofa hätte ich auch gerne, muss man nur zu IKEA fahren. So, jetzt ist er wieder gelandet. Und da sieht man mein Wohnzimmer nochmal. Mal schauen, was jetzt als nächstes passiert. Ich habe dann allerdings auch noch ein, zwei Probleme mit dem Gerät gehabt. Das sieht man, glaube ich, gleich in den nächsten Szenen. Da erstmal und zack, da hat er sich wohl irgendwie vertan. Und dann hier nochmal schön gleich, ja genau, zack, da hat man es auch gehört, in die Rabatten beziehungsweise in die, ja was ist das eigentlich, Fingus, also irgend so eine Palme, da hat er schön abgesäbelt. Also diese Rotoren haben durchaus Kraft. Das Ganze hatte auch damit zu tun, dass er da nämlich plötzlich so durch die Gegend geeiert ist, dass ich vergessen habe, nach einem kleinen Absturz mal das Trimmen vorzunehmen. Das sollte man eigentlich immer regelmäßig machen, Einstellungen und dann auf Trimmen gehen, weil ansonsten weiß er nicht, wo er hinfliegen soll. Und dann passiert eben das, was wir gerade eben gesehen haben. Hier habe ich dann versucht, ein bisschen nach rechts zu steuern. Man sieht auch, selbst das Papier da drunter wird also arg in Mitleidenschaft gezogen und dann landet er gleich unsanft auf dem Sofa, was man nur hört, aber nicht sieht. Achtung und zack. Das ist jetzt eine Aufnahme aus der Kamera selber. Es gibt noch eine eigene App, nicht die, die mitgeliefert wird oder die offizielle, sondern es gibt inzwischen noch mehrere Zusatz-Apps, die auch ermöglichen, dass man dann zumindest in einigermaßen, naja, zumindest erkennbarer Qualität das aufzeichnet, was die Kameras aufnehmen. Und das ist hier mit dieser entsprechenden App gerade passiert. Da sieht man, wie ich das Ganze filme, beziehungsweise wie ich dann hinter der Kamera stehe und das steuere und da lande ich wieder. Qualität ist jetzt nicht überragend, aber immerhin für einen kleinen Schnappschuss, vielleicht dann auch von oben, ist das durchaus gebrauchbar. Im Netz finden sich leider eine ganze Reihe Berichte auch darüber, dass dieser Flieger wohl ab und an den Hang dazu hat, sich auch selbstständig zu machen, was wohl schon zu Totalverlusten und Nichtwiederfinden auch geführt hat, dass er dann irgendwann plötzlich meint, ich fliege mal so hoch, wie ich kann, obwohl da eigentlich der Steuerer da auf entsprechende Buttons klickt. Ist mir jetzt selber natürlich noch nicht passiert, aber gut, das ist wahrscheinlich hier und da wohl, welchen Gründen auch immer, dann zusammenzuhängen, dass er den Boden nicht richtig erkennt, dass es irgendwelche Reflexionen gibt, Wind gibt. Man sollte also durchaus aufpassen, was man damit dann auch draußen macht. Es gibt dann entsprechende Versicherungen, die man abschließen kann, so um die 40 Euro im Jahr kosten die. Das kann, glaube ich, ganz sinnvoll sein, wenn man öfter draußen ist und dass die Gefahr dann natürlich auch hat, dass man damit mal abstürzt. Hier sieht man nochmal, wie ich das Ganze steuere, links, rechts eben. Da winke ich nochmal zum Abschluss. Davor sah man übrigens auch nochmal die Kamera, wie die von unten ist. Da kann man einfach umschalten. Mal sieht man die Kamera, von die nach unten geht oder nach vorne. Das kann man mit einem Knopfdruck dann beeinflussen. Ja, schönes Gerät, macht Spaß. Ist auf jeden Fall was für Spielkinder, die das entsprechende Kleingeld haben oder nette Leute, die einem das Ganze schenken. Und ich freue mich jetzt auch darauf, das dann mal richtig in größerer Umgebung auszuprobieren. Da bin ich schon ziemlich gespannt drauf, wie das dann aussieht und wie das Ganze dann dort sich dann anfühlt, wenn man auch wirklich frei mal nach links und rechts fliegen kann, ohne dass man dann gleich den Fernseher kaputt machen würde. Das war es dann auch für heute mit Kaulius probiert es aus. Das Ausprobieren hier hat wirklich Spaß gemacht. Und vielleicht berichte ich ja dann nochmal, wie es draußen war und ob er mir denn auch abgehauen ist oder ob alles funktioniert hat. Dann also wieder einschalten auf kaulius-probiert-s-aus. Mein Name ist Henrik Rasemann und ich fliege jetzt hier noch ein bisschen durchs eigene Wohnzimmer.
zu Hause ist es ja doch irgendwie mit am schönsten. Und tschüss.